Herzlich willkommen und guten Morgen. Wir begrüßen auch ganz gerne unsere Plus-Einser. Und das ist auch das einzige Mal, dass wir das jetzt trennen, weil wir alle willkommen heißen wollen. Also die, die von ISB-Netzwerkern mitgebracht und eingeladen wurden, auch die sind natürlich herzlich willkommen. Wer hat wen mit zum Pionierlabor gebracht von euch? Ich habe Flo mitgebracht. Mhm. Mit der Idee, also erstmal Flo hier mit reinzubringen, weil ich selber sehr ISB-infiziert bin bisher. Und Flo und ich sehr eng und viel miteinander arbeiten und mir sicher war, dass auch Flo hier viel mitnehmen kann. Du bist der berühmte Plus-Einser. Ich bin der Plus-Einser. Der Plus-Einser. Der Charakter ist ganz klar von uns so gedacht, dass es ein Event des gemeinsamen Lernens auf Augenhöhe ist. Das heißt, wir haben von Netzwerkern, auch von Netzwerkern mit Auftraggebern, Projekte ausgesucht, die wir als gemeinsames Lernevent und als Lernanlass hier vorstellen wollen. Es ist ja ein Mitmach-Event, also das ist uns ganz wichtig, dass es nicht sehr frontal von vorne passiert, sondern ganz viel miteinander passiert. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Slot von Ruth und Hanno. Ich bin heute hier als Teil dieses Teams, um das es geht, und als ISB-Infizierte, die gerne mit diesem Impuls auch was zurückgeben möchte, weil im Endeffekt ist der Impuls nur durch das entstanden, was ich beim ISB aufsaugen durfte. Okay, ihr zwei, ihr seid beide plus Einser, ihr seid beide noch nicht mit ISB-Kontext so ganz vertraut und seid hier mit reingekommen, reingeschneit. Erzähl mal, wie es dazu kam, wäre spannend. Also mit ISB-Kontext bin ich schon vertraut, weil mein Kollege hier Master ist und das alles lebt und auch in unserer Ausbildung, in unserer Organisation uns dort begleitet. Und wir sind reingekommen, weil er gesagt hat, Mensch, das wäre doch was für euch. Ich war beeindruckt von der Offenheit der Menschen, die mir hier begegnet sind, der Spirit, der hier herrscht, die Offenheit. Und ich habe auch in den Gruppen gemerkt, dass ich mich da relativ leicht andocken konnte. Also das war echt ein tolles Erlebnis für mich und ich bin echt begeistert. Ich finde es echt toll hier. Du bist heute mit ins Rennen gegangen und stellst einen Fall vor und willst ihn im Plenum oder in Gruppen bearbeitet wissen. Genau, wir haben uns entschlossen, mal so ein Best-Practice-Beispiel aus unserer Arbeit hier zu zeigen. Ich freue mich am meisten darüber, dass meine Kundinnen hier nochmal eine Bühne haben, weil ich einfach aus meiner eigenen Erfahrung weiß, dass das über sich berichten oder von sich erzählen, gerade in so Phasen, wo man sich weiterentwickelt, nochmal diese Weiterentwicklung extrem pusht. Oliver, du Master vom ISB, du warst jetzt gestern dran und hast dein Anliegen vorgestellt. Also ich bin hier ins Pionierlabor rein mit meinem Konzeptpapier. Ich habe ja ein Konzeptpapier geschrieben, bei dem es ums Thema Strategieentwicklung geht, in jetzt nicht vollständig hierarchisch organisierten Organisationen, und habe das Ganze in einem Workshop vorgestellt. Mhm. Ja, mich hat es einfach gefreut, hier einen Teil dazu beitragen zu können. Also ihr Lieben, wir kommen aus dem Workshop von eurem Pastorinnenprojekt, sensationelle Geschichte. Ich würde gerne hören, hier auf dem Pionierlabor, erstens, wieso kamst du, Maike, jetzt zum Pionierlabor mit dem Anliegen und auch, wie ging es dir hier, was nimmst du mit? Für mich ist das so eine total spannende Welt. Ich komme ja so aus dieser kirchlichen Welt. Ich finde das total faszinierend, wie viele Anknüpfungspunkte es gibt. Ich habe ganz viele Gespräche geführt, die jetzt unabhängig von unserem eigenen Workshop hier am Rande waren, die unglaubliche Dynamik und unglaublichen Geist hatten. Und das fand ich ganz toll. Also für mich ist eine große Chance, hier zu sein. Und ich freue mich ganz doll, das alles mitzunehmen und aufzunehmen und zu verarbeiten. Also ich bin zum zweiten Mal beim Pionierlabor und ich fand es wieder sehr bereichernd, so viel Praxisberichte zu hören. Was ich super fand dieses Mal war, dass mehr neue Themen, die neue Arbeitswelt auch mit reingekommen sind, was für mich noch stärker diesen Pioniercharakter auch hatte. Und auch junge Leute und Praxisbeispiele dazu, das fand ich sehr spannend. Ich bin ein Plus Eins, also hatte mit dem ISB bislang nichts zu tun. Und was für mich im Zentrum steht, ist, also für mich waren die beiden Tage unter dem Aspekt der Kultur. Und für mich war Kultur spürbar
beim ISB, in dem, was das ISB mir mitgegeben hat, mit in den Themen und hat dadurch meine Kultur irgendwie bereichert. Und ich nehme auch was mit für Organisationskultur zu Hause. War einfach sehr, sehr bereichernd und ich will mich dafür bedanken. Also ich fand das eine ganz, ganz beglückende Erfahrung, diesmal mit dem Thema Open Space. Ich kenne das auch anders, dass es manchmal so ein bisschen mühselig ist und das war total leicht. Und wir hatten total intensiven und wichtigen Austausch auch, haben ganz in der Tiefe Fragen geklärt und ich bin da richtig beglückt rausgekommen. Ich glaube, das Schönste ist, die Erfahrung zu machen, es darf leicht gehen. Es darf einfach leicht sein und es kommt das, was entstehen will, kommt zustande. Ich bin sehr froh, dass ich mich angemeldet habe und hier bin, weil ich einfach noch mal ganz gut eintauchen konnte in die ISB-Kultur und ganz viel noch mal davon angeregt werden konnte und anknüpfen konnte an das, was ich aus den Curricula ja schon kenne. Und das fand ich ganz schön und es ist leicht einfach anzuknüpfen und kann ich nur empfehlen, um immer mal wieder so anzuditschen. Albrecht, Pionierlabor aus Rom. Kommst du beim nächsten Mal wieder? Ich komme auf jeden Fall wieder. Ich fühle mich sehr, sehr reich beschenkt hier von allem, was unsere Kultur ausmacht und jetzt natürlich auch vor allen Dingen von der großen, inhaltsreichen Standortbestimmung in Sachen Strategieentwicklung. Also das ist wirklich etwas, was mir große Freude gemacht hat. Schön. Gut. Danke dir. Ja, danke dir.